Ich habe übrigens das Gefühl, dass Steve auf der falschen Straßenseite fährt. Bin mir sogar ziemlich sicher. Warum fährt der eigentlich von einem Martinshorn? Und ein Blaulicht sehe ich auch keins. Ich sehe immer nur die Bremslichter angehen. Warum bremst der überhaupt? Ich meine... Ja, wahrscheinlich, weil er sein Martinshorn und sein Blaulicht nicht anhat und deshalb keine Vorfahrt kriegt. Ups! Egal, das muss so sein. Jetzt geht's. Doch, doch, diesmal geht's. Gut. Das Herz ist ab. Schön. Ah! Oh. Dann werfe ich jetzt noch ein bisschen Zeug aus dem Bob raus. Oh, den Hammer zum Beispiel. Im Moment ist das Herz gerade dahin gefallen, wo ich denke, dass es hingefallen ist. Wenn es nämlich nach hier vorne gefallen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir es nicht wiederkriegen. Oh, ich hoffe jetzt einfach mal, dass es nochmal wiederkommt. Dass es nicht vom Tisch gefallen ist. Von Bob. Könntest du bitte mal... Hier habe ich gerade den Fingerschwur gemacht. Egal. Ah, Bob! Nein! Nein! Du brauchst keine Piercings! Bob! Mann! Du Vollspaten! Was hast denn du für blöde Ideen? Da liegt die grüne Spritze. Schön da, wo ich nicht rankomme. Gleich komme ich ran, gleich komme ich ran! Wo ist das Herz? Ja, die Säge, genau. Ich werf schon mal den Magen raus. Und das alte Herz. Vielleicht entschließt sich dann das neue doch nochmal vorher, nach vorn zu gucken. Ich befürchte aber echt... Jetzt ist natürlich die Tür zugefallen. Ich befürchte echt, dass wir das alte Herz nicht wiedersehen werden. Dementsprechend werde ich ihm jetzt die Spritze verpassen und auf Zeit spielen. Mit der Bohrmaschine spielen, wollte ich sagen. Oh. Wenn das Ding vom... Wenn hinter mir Drogen sind... Und vor mir auch Drogen. Ist das jetzt die grüne oder die blaue? Ist das die grüne oder die blaue? Ich glaube, das ist die grüne. Der Bob ist doch am Blutening. And we have to fix this. Ich muss ihm ins Gesicht stechen. Hier ist nichts mehr, wo ich reinpieksen könnte. Ich habe übrigens gar nichts. Wo ist die Spritze? Wo ist die Spritze? Ich hatte die Spritze doch eben noch in der Hand. Oh ne, jetzt liegen die hier nebeneinander. Bohrmaschine. Geh weg da. Geh weg da! Ich mag dich nicht. Ich glaube, die hintere ist es. Oder sagen wir so, ich hoffe, die hintere ist es, denn ich werde jetzt die hintere versuchen. Das ist die blaue. Wo ist die grüne jetzt hin? Da liegt sie. Die kriege ich noch. Schnell! Der Bob ist... Jetzt kriege ich sie nicht mehr, weil jetzt habe ich sie weggeschoben. Schnell! Bob! Du blutest! Gib dir eine Spritze, gib dir einen Ruck, tu irgendwas. Nicht sterben, Bob, nicht, nein, Bob, nein, Bob, nein. Und das nur, weil der Steve so scheiße fährt. Egal, jetzt, wir machen das jetzt hier mit Speedrun-Tactics. Lalala. So machen Speedrunner das. Die hängen hier eine halbe Stunde im Tuch fest. Und glitschen sich dann irgendwann zur Lunge. Ich glaube, sowas ist eben echt, was wir Speedrunner machen würden. Gibt es Speedruns zu diesem Spiel? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Muss ich mal gucken. So, das Herz ist noch in Ordnung. Ich nehme jetzt den Laser. I'm a firing my laser. To kill, to heal that Bob. Laser im Krankenwagen ist übrigens eine super Idee, falls ihr das Spiel selbst auch noch spielen wollt. Laser im Krankenwagen ist das Beste, was ihr tun könnt. Man kann echt super damit zielen, wie ihr ja selbst seht. Da kommt die blöde Lunge daher, die ihr da irgendwie rausgeglitscht habt und schaltet den Laser einfach aus. Geh wieder an! So. Du blöde Lunge, du! So, geh wieder an. Oh! Wenn wenigstens mal die blaue, grüne Spritze in ihn reinfallen würde, das wäre praktisch. Aber nein, die denkt sich so, nö, ich bin was Besseres. Soll ruhig alles reinfallen, nur nicht ich. Der verliert gerade extrem viel Blut, aber ich ziehe das jetzt noch durch. Ich bin zuversichtlich, dass die grüne Spritze noch in Reichweite liegt. So, jetzt schnell.
Spritze für Bob. Sie liegt tatsächlich noch in Reichweite. Wow. Aber erstmal muss ich den ganzen Mist hier wegräumen. Herzfall bitte nicht raus, während ich jetzt versuchen muss, Bob die Spritze zu geben. Mach den Mist da weg. Den ganzen Mist. All der Mist. Nimmst du die Bohrmaschine? Nimm die Bohrmaschine. Nimm die Bohrmaschine. Der Bob, der stirbt doch. Von mir aus piek sie dir in die Pulsader. Ist mir egal. Hauptsache, du nimmst sie jetzt und nimmst dann die Spritze und stichst sie dem Bob sonst wohin. Nochmal. Nochmal so. Hört doch auf, du blöder Laser. Greif doch du nicht den Bob an. Ich glaube, ich habe die Spritze. Doch, ich habe die Spritze noch. Okay. Pieks! Das ist nur ein kleiner Pieks. Spürst du eh nicht, weil du zu deinem Glück gerade in Narkose bist. Denn du willst nicht mehr ansehen, was hier gerade passiert, Bob. Glaub mir, Bob, das willst du nicht wissen. Das alles nur, weil der Steve nicht fahren kann. Falls wir noch einen Bob brauchen, dann frage ich erst den Rüdiger, ob der diesmal fährt. Der hat wenigstens einen Führerschein im Gegensatz zum Steve. So, das hier muss raus. Ist der Magen schon draußen? Ist der Magen raus? Und wo ist er hin? Ich wollte ihn doch noch rausschmeißen, egal. Umso leichter kommen wir jetzt mit dem Laser. Müssen wir nämlich nur noch hier durchschneiden. Was war das denn? Meine Uhr? Meine Uhr stellt sich gegen mich. Jo. Unhöflich von meiner Uhr. So. Versuch mal das hier jetzt alles. Ich sehe nicht, wo ich hin lasere. Das ist toll. Da ist es ab. Und jetzt muss eigentlich nur noch das hier ab. Komm schon, Bob. Dann halt nicht. Wo ist die Spritze? Schnell! Bob stirbt. Wo ist die Spritze? Wo ist die Spritze? Wo ist die Spritze? Hier drunter wahrscheinlich wieder. Ach nee, ich habe sie auf die andere Seite jetzt gelegt. Und da liegt sie sogar noch. Wow, ich werde mich jetzt selbst damit pieksen. Egal, Hauptsache ich piekse Bob damit. Oh oh, das wird extrem knapp übrigens. Vor allem, weil ich wieder die blöde Spritze nicht kriege, weil die da... Weil er wieder nur den Tisch greift. Habe ich sie? Ich habe sie in der Luft gefangen. Skill. Jetzt schnell, schnell, schnell. Schnell in your face. 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 So. Haben wir das Herz eigentlich noch? Ja, das Herz ist noch da. Gut. Oh. Das Gute ist, es fehlt nicht mehr viel. Wenn ich jetzt im Drogenmodus mit dem Skalpell das Herz rauskriege, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass wir diese OP noch schaffen. Ich lege schon mal das neue Herz rein. Das spart ein bisschen Zeit. Es war eine tolle Idee, zu versuchen, das Herz da rauszulasern. Jetzt brauche ich ein Skalpell. Da liegen ja zum Glück ganz viele. Das ist kein Skalpell. Vielleicht fliegt... Das ist die Rückseite, oder? Ja, ich habe es falsch in der Hand. Egal. Nimm. Ja, das tut's. Das ist ein Skalpell. Das ist genauso gut wie jeder andere. So. Das hat der Laser jetzt natürlich nicht geschafft. Mann. Wir schaffen das noch. Ich bin zuversichtlich. Ich bin sogar so zuversichtlich, dass ich noch was probieren möchte. Wo ist die grüne Spritze hin? Ist sie noch da? Irgendwo? Ja, da liegt sie. Schön. Er lebt. Alles super. Toll, genauso war das geplant. Ich würde ihn eigentlich noch auf 10. Auf 10 runterbringen für ein weiteres Achievement, aber egal. Als nächstes kommt die Nierentransplantation, aber natürlich wird erst wieder die nächste Diskette angeguckt. Kenne deine Spritzen. Oh, ich bin ja so gespannt, was die Spritzen eigentlich bewirken. Jetzt habe ich 2 Disketten. Klappt das? Ja, es klappt. Grün verringert den Blutverlust. Nebenwirkung, Kopfschmerzen, Wahrnehmungsstörungen, starke Halluzination. Wer hätte das gedacht? Und Blau verstärkt den Blutfluss, verstärkt das Bewusstsein, entfernt Halluzinationen. Nicht bei verletzten Patienten anwenden. Aha.
Würde ich mir gerne notieren, aber jetzt erstmal steht die Nierentransplantation an. Ich werde jetzt nur mal hier einen kurzen Cut machen, aber gleich geht's weiter. Da bin ich wieder. Was habe ich verpasst? Lebt Bob denn noch? Nein, weil er eine Nierentransplantation braucht. Ja, so ein Glück. Dann transplantieren wir ihm doch eine Niere. Aber erst brauche ich ein Käffchen und ich muss mir meine Finger wieder richtig auf die Tasten legen. Oh, ein leckeres Käffchen. Moment. Gluck, gluck, gluck. Schlürf, schlürf, schlürf. Trink. Ah, Käffchen. Danach die Tasse zerbrechen. Das ist das Allerschönste. So, Nierentransplantation im Krankenwagen. Heute fährt Rüdiger. Der fährt deutlich vorsichtiger als der Steve, zum Glück. So. Eine Nierentransplantation. Da müssen wir natürlich erstmal wieder hier die Knochen abschneiden. Ups, da ist die Tür. Warum sperren die Tür nicht ab? Ich habe Rüdiger gesagt, er soll die Tür absperren. Warum hat er das nicht getan? Mann, der Typ ist auch zu nichts zu gebrauchen. Rüdiger! Oh mein Gott, Rüdiger, was ist denn los? Ach, komm. Ich dachte, du kannst fahren. Du hast ja meinen Führerschein. Jetzt fährt der hier. Wow. Guck mal, wie viel Blut der Bob wegen dir verliert, Rüdiger. Guck dir das an und es wird immer mehr. Und die Nieren fliegen auch schon irgendwo in der Gegend rum und werden wahrscheinlich gleich verloren gehen. Da muss ich mich drum kümmern. Das muss ich im Auge behalten. Das sieht nämlich nicht gesund aus. Nicht, dass sich da ein Tumor entwickelt. Oder die Niere jetzt gleich durch die offene Tür fliegt. So, das dürfte jetzt auf jeden Fall so reichen. Jetzt brauchen wir erstmal die Spritze. Leichter gesagt als getan. Oh Gott. Rüdiger, bist du besoffen oder was? Erstmal den Feuer löschen. Naja gut, dann halt den Sauerstoff aus dem Fenster werfen. Die Spritze. Diese hier. Die hätte ich gerne. Das ist eine Axt, das ist keine Spritze. Wie kann man eine Spritze mit einer Axt verwechseln? So, ich piek's jetzt hier einfach mal einmal ordentlich rein und piek's dann da so ein bisschen. Und nochmal. Komm, Bob, wir haben's gleich. Scheinbar sind beide Nieren noch da, das ist schön. Das wird jetzt der Doktorstich. Okay, das letzte will gerade wieder nicht. Egal. Ich leg die Spritze mal da oben ab, dann weiß ich, wo ich sie habe, wenn ich sie suche. So, da brauchen wir ein Skalpel. Ein Skalpel, da haben wir ein Skalpel. Sie wird gleich runterfallen und mich in den Drogenmodus versetzen. So, Skalpel. Ich habe das auch extrem sicher in der Hand. Ach, da steckt ja schon eins drin im Bob, ja. Das musst du mir doch gleich sagen, Bob, dass du schon Skalpell hast. Dann nehme ich doch das gleich her. Rüdiger, könntest du nochmal über ein Schlagloch drüber fahren, damit ich das Skalpell aus Bob rauskrieg? Ja, perfekt. Du bist der Beste. Er fährt halt einfach viel besser als der Steve. Das muss man einfach sagen. So, und dann hier ein Cut. Ich glaube, ich muss erst hier das abschneiden. Vorher geht das hier nicht ab. So, und dann... Zack. So. Sind beide Nieren noch da? Ich sehe eine. Ich hoffe, dass die zweite da... Ja, die zweite ist da hinten gut. Hier, Bob. Brauchst du eh nicht mehr, dachte ich mir fast. So, nochmal das Skalpel. Wir müssen noch den Magen entfernen. Oh, er ist Genetiker. Er hat ein Magen. So. Und hier. Und da. Ach, so eine Blinddarm-OP ist... nee, nicht Blinddarm. So eine Nieren-OP ist ja auch keine Zauberei. Das muss man halt einfach sagen. Das ist... Sowas mache ich doch blind. Hab schon überlegt, ob ich jetzt Just for Fun noch in die Steckdose greife, um es einfach noch lustiger zu machen, weil das hier ja total läppisch ist. So, das brauchst du doch nicht mehr, oder? Den Darm lasse ich jetzt hier einfach mal rumwabern, der hat gerade so viel Spaß. Ich gebe ihm seinen Kumpel noch dazu.
Das Gute ist, Bob wird sobald keine Magen-Darm-Infektion mehr bekommen. Genau das ist es ja im Grunde, was ich erreichen wollte. So.